Dass ein Livestream aus dem Europäischen Parlament ständig abbricht, weil er überlastet ist, das kommt nicht wirklich oft vor. Vor allem dann nicht, wenn Abstimmungen gezeigt werden. Das ist in der Regel ziemlich unspektakulär. Heute war das aber anders. Ab ungefähr 12.35 Uhr ging gar nichts mehr im Stream. Und Grund dafür war die Abstimmung über die sogenannte EU-Urheberrechtsrichtlinie. Besonders umstritten darin ein Artikel, Artikel 13 oder jetzt Artikel 17. Hat er eine Mehrheit bekommen, dieser Vorschlag zu dieser Urheberrechtsreform? Ja, hat er. Das ist jetzt klar. Aber was bedeutet das und was sollte man sonst noch wissen zu dieser Abstimmung und darüber, wie es jetzt weitergeht? Darum geht's jetzt. Fangen wir vielleicht mal mit der naheliegendsten Frage an. Was ist da heute eigentlich passiert? Naja, heute wurde im Europäischen Parlament abschließend entschieden, ob eine geplante Urheberrechtsreform innerhalb der Europäischen Union kommen soll oder nicht. Ich habe zu den Hintergründen auch schon mal ein Video gemacht, könnt ihr euch anschauen, wenn ihr oben auf das i klickt. Es wurde abgestimmt und letztendlich haben sich 348 dafür entschieden, 274 dagegen. Das heißt also ein Unterschied von 74 Stimmen. Und das bedeutet, diese EU-Urheberrechtsreform wird kommen. Derjenige, der das Ganze maßgeblich vorangetrieben hat, war der CDU-Mann Axel Voss und der war letztendlich sichtlich erleichtert. Wie gesagt, der Livestream hat sich ständig aufgehängt. Ich habe das dann im französischen Stream mit meinem Handy am Computer gefilmt und hier könnt ihr euch die Reaktion anschauen und da seht ihr auch nochmal das Ergebnis, das da letztendlich bei rausgekommen ist. Bevor es zu dieser Abstimmung kam, hatte allerdings noch eine EU-Abgeordnete beantragt, ob man nicht darüber abstimmen könnte, ob man bestimmte Artikel aus der Richtlinie streichen könnte. Dieser Vorschlag wurde dann auch ins Plenum gegeben, hat aber keine Mehrheit bekommen. Eine Handvoll Stimmen haben letztendlich gefehlt und so wurde über die Richtlinie im Gesamten entschieden und sie ist eben letztendlich durchgekommen. Daran angeschlossen natürlich direkt die nächste Frage: Was bedeutet das alles letztendlich? Das bedeutet, dass die Proteste, die Demonstrationen, auch die vielen Unterschriften, die gesammelt wurden, keinen Erfolg hatten. Zumindest keinen Erfolg, wenn es um den Ausgang der Abstimmung geht. Die Richtlinie kommt so wie geplant durch. Und damit kommt auch Artikel 13, der jetzt Artikel 17 ist in der endgültigen Fassung, und auch Artikel 15. Vorher war das Artikel 11. Wenn ihr euch informieren wollt, warum das alles so kritisch gesehen wird, warum da so viel protestiert wurde, klickt einfach oben auf das i, da bekommt ihr das nochmal erklärt. Und das heißt auch, dass diese Richtlinie wahrscheinlich noch vor der Europawahl in Kraft treten wird. Das heißt also noch vor dem 26. Mai. Da ist zumindest in Deutschland Europawahl, das ist auch der letzte mögliche Tag für die Europawahl. Danach besteht 2 Jahre Zeit, diese Richtlinie, die ja erstmal eine EU-Vorgabe ist, in nationales Recht umzusetzen. Das heißt also, die einzelnen Mitgliedstaaten müssen diese Richtlinie nehmen und dann in ihre Gesetze gießen. Und dafür haben sie 24 Monate Zeit. Das heißt also, bis man von dieser Richtlinie und von den daraus resultierenden Gesetzen etwas merkt, könnte es noch ungefähr 2 Jahre dauern. Dazu passt auch ganz gut eine weitere Frage, die mir viele von euch heute gestellt haben. Was hat das jetzt für Folgen? Das ist ganz schwierig zu beantworten. Denn wie schon gesagt, die Richtlinie muss erst in nationales Recht umgesetzt werden. Das dauert eine Weile. Außerdem lässt diese Richtlinie einigen Interpretationsspielraum zu. Vorgesehen ist in diesem umstrittenen Artikel 17, dass die Plattformen künftig für Urheberrechtsverletzungen direkt haften müssen und dass sie dafür sorgen müssen, dass gar keine Urheberrechtsverletzungen auf ihren Plattformen direkt passieren. Da befürchten viele Upload-Filter, also Programme, die direkt beim Hochladen einer Datei prüfen, ist das geschützt oder ist es nicht, und das Ganze dann sperren oder freigeben. Aber solche Upload-Filter können natürlich auch Fehler machen. Außerdem könnte es bedeuten, dass man zensieren kann unter Umständen, dass die Freiheit des Internets in Gefahr ist. Andere wiederum sagen, naja, das wird alles weniger heiß gegessen, wie es gekocht wird. Man findet da bestimmt Kompromisslösungen und diese Upload-Filter, die können ja auch nur ein Teil der Lösung sein. Letztendlich wird sich relativ wenig verändern. Was am Schluss eintrifft, das ist wirklich nicht so einfach vorherzusagen und das wird man sehen müssen. Zu erwarten ist, dass jetzt gerungen wird darum, wie man das Ganze interpretieren kann, wie man das umsetzen kann und da spielen natürlich die großen Plattformen vor allem sicherlich auch noch eine entscheidende Rolle. Ist deshalb jetzt die Freiheit des Internets wirklich in Gefahr? Auch das ist schwierig zu beantworten. Man kann aber erwarten, dass das, was zum Beispiel Google oder YouTube, eine Google-Tochter, vorab angekündigt haben, nicht in dieser Form eintreffen wird. YouTube hat ja gesagt, also wenn diese Urheberrechtsreform kommt, dann müssen wir unsere Plattform komplett verändern und können nur noch die Großen hier Inhalte hochladen, die anderen Nutzer nicht mehr. Und dann wird das so ein bisschen wie Fernsehen sein. Letztendlich ist YouTube aber wieder ein bisschen zurückgerudert, als sich diese Richtlinie nochmal inhaltlich verändert hat. Und vielleicht habt ihr das ja mitbekommen, Google hat letztendlich seinen Protest gegen diese Richtlinie in den vergangenen Wochen komplett eingestellt, was durchaus darauf schließen lässt, dass Google damit einigermaßen zufrieden ist und sagt, naja, dann müssen wir gar nicht so viel verändern.
Das ist aber nur meine persönliche Interpretation. Es könnte natürlich auch ganz anders kommen. Und auch hier hat man als Bürger immer noch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Denn wie gesagt, diese Gesetze müssen ja erst geschrieben werden. Und diese Gesetze werden bei uns gemacht in Deutschland letztendlich vom Bundestag. Da wird darüber entschieden. Und der Bundestag hat Abgeordnete. Und die kann man natürlich auch kontaktieren. Und auch eine ganz interessante Frage ist, finde ich, was lernen wir daraus jetzt? Pessimistisch könnte man sagen, wir lernen daraus, dass Demonstrationen nichts bringen, dass 5 Millionen Unterschriften nichts bringen, dass Briefe an Abgeordnete nichts bringen und so weiter und so fort. Man könnte aber auch sagen, wir lernen daraus, so ist die Demokratie eben auch manchmal, dass Entscheidungen getroffen werden, die einem unter Umständen nicht passen. Aber ich muss ganz persönlich sagen, so wie ich die Debatte in den vergangenen Wochen, in den vergangenen Monaten erlebt habe, finde ich politische Debatten eigentlich nicht so wirklich schön. Da wurde viel polemisiert, da gab es viel Populismus auf beiden Seiten. Auf der einen Seite hatten wir starke Lobbyinteressen, da hatten wir die Verlage, da hatten wir die großen Medienhäuser, die für diese Richtlinie waren und natürlich auch immer noch sind. Und auf der anderen Seite hatten wir kreative Leute, die natürlich mit dem Internet aufgewachsen sind, die sich einfach Sorgen gemacht haben um das, was sie da von Anfang an mitbekommen haben. Und da wurde teilweise so gekämpft, dass ich sage, das hat mit Politik und mit Debatte nichts mehr zu tun. Dass Axel Voss, der mit seinem Gesicht quasi für diese Richtlinie stand, Morddrohungen bekommen hat, finde ich, ist nicht okay. Genauso wenig ist es okay, dass sich ein CDU-Abgeordneter hinstellt, in diesem Fall Daniel Caspari, der Vorsitzende der CDU-CSU im Europaparlament, und unterstellt, die Demonstranten, die waren doch gekauft von großen amerikanischen Konzernen oder dass da von Bots gesprochen wurde, die gar nicht wirklich existieren, obwohl das doch tatsächlich echte Menschen waren. Vielleicht ihr ja auch, die auf die Straßen gegangen sind und sich engagiert haben. Ähnlich ist es ja auch bei Fridays for Future, wo es ähnliche Diskussionen gibt. Und das finde ich schwierig, dass man also so polemisiert, dass man nicht mehr rational diese Debatte führt. Und das hat gerade in den letzten Tagen noch mal ordentlich zugenommen. Da müssen sich, glaube ich, beide Seiten mal hinterfragen, haben sie da wirklich richtig gehandelt? Ja, und weil ich jetzt schon so ein bisschen meine Meinung gesagt habe, noch die letzte Frage vielleicht. Was denkst du denn darüber? In dem Video hier oben habe ich am Ende gesagt, was ich von dieser Urheberrechtsreform halte. Meine Meinung hat sich auch nicht wirklich verändert. Ich habe gesagt, ich finde es wichtig, dass wir ein neues Urheberrecht bekommen, das sich ans Internet anpasst, das alle fair vergütet, zumindest soweit das möglich ist. Aber ich war und bin gegen Artikel 13 bzw. Artikel 17, weil ich mir schon ein bisschen Sorgen mache, dass der falsch interpretiert wird und dass da etwas draus wird, das eigentlich so niemand wollen kann. Juristen sagen zum Beispiel auch, das lässt sich alles gar nicht so richtig durchsetzen. Es gibt ein Riesenchaos und am Schluss kommt was raus, dass niemandem was nützt, das allen eher nur schadet. Und das ist auch so ein bisschen meine Befürchtung. Ich glaube nicht, dass das Internet im Großen und Ganzen in Gefahr ist und dass das Internet, wie wir es heute kennen, komplett in Gefahr ist oder dass sich die Plattformen, die wir nutzen, jetzt völlig verändern werden. Aber ich glaube schon, dass wir uns ein bisschen umstellen müssen, gerade was bestimmte Formate angeht, was bestimmte Kunstformen angeht und dass nicht mehr alles möglich ist, was jetzt noch möglich ist. Aber wie gesagt, es ist noch viel Interpretationsspielraum, es ist noch viel Zeit und man muss gucken, was dabei rauskommt. Ich bin auf gar keinen Fall glücklich darüber, dass das heute so gelaufen ist. Vor allem bin ich nicht glücklich darüber, wie mit den Menschen umgegangen wurde, die demonstriert haben, die protestiert haben. Aber wie schon gesagt, das ist dann letztendlich eben auch Demokratie. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass einige von euch das ganz anders sehen und sagen, nein, du liegst komplett falsch, meine Meinung ist diese und jene. Dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr darüber denkt, was ihr dazu zu sagen habt. Und ganz zum Schluss noch eine Info, die jetzt gar nichts damit zu tun hat, aber auch mit den Abstimmungen heute und die sicherlich auch nicht ganz uninteressant ist. Das EU-Parlament hat in der gleichen Abstimmungsrunde auch beschlossen, dass die Zeitumstellung abgeschafft werden soll. Zumindest, dass die Weichen gestellt werden sollen für eine Abschaffung der Zeitumstellung. Komplett durch ist das noch nicht, aber es sieht ganz danach aus. Wann, das ist noch nicht sicher. Das so als kleine Info zum Schluss. Jetzt erstmal vielen Dank euch fürs Zuschauen, für die fairen Diskussionen, die jetzt bestimmt in den Kommentaren entstehen und bis zum nächsten Mal.